Hallo Internet, hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zu meiner Review von Pokémon Detective Pikachu. Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film. Das heißt, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr diese Review bis zu einem bestimmten Punkt gucken. Dann gehe ich in den Spoilerbereich. Ich weise euch dann aber auch nochmal gesondert darauf hin. Pokémon. Ich bin mir sicher, ihr alle habt schon mal von Pokémon gehört. Wenn ihr noch nicht von Pokémon gehört habt, dann weiß ich nicht. Dann kennt ihr wahrscheinlich auch nicht die Wochentage oder... Weiß ich nicht, so. Hab noch nie was von Jahreszeiten gehört. Es gibt, glaube ich, keinen Mensch auf der Welt, der noch nie was von Pokémon gehört hat. Alles fing 1996 an, als das Gameboy-Spiel Pokémon, Pokémon Rote Version und Pokémon Grüne Version, in Japan erschienen ist. Und diese Spiele haben die Kinder in Japan im Sturm erobert. Und so war es wenig verwunderlich, dass zwei Jahre später, 1998, die beiden ersten Pokémon-Editionen, die rote Edition und die blaue Edition, auch in Deutschland und auf dem Rest der Welt erschienen sind. Und von da haben sie einen unfassbar gigantischen Hype ausgelöst, wie kein zweiter. Ratfratz oder auch Taubsi, die Pokémons. Jetzt haben diese knuddeligen Monster auch die deutschen Kinderzimmer erobert. Pokémon-Videospiele, Sammelkarten, Comicbücher und sogar ein neuer Kinofilm. Für die Erfinder ein Riesengeschäft, für die Kinder ein Heidenspaß. Marion Loy, Stefan Landgraf und Brigitta Seelisch über die Invasion der Pokémons. Pokémon, ja, das Monsterfieber hat unsere Kinder befallen. Es handelt sich dabei zwar um keine Krankheit, doch ansteckend scheint es zu sein. Die Pokémon, ja, geht um die Welt. Und das Ding ist, Pokémon ist bis heute immer noch extrem erfolgreich. Es fing damals mit den ersten 150 bzw. 51 Taschenmonstern an und mittlerweile gibt es weit über 800 und es werden alle paar Jahre immer mehr, mehr und mehr. Why can't I hold all these Pokémon? Pokémon war einfach ein gigantisches Ding und ein unfassbar großer Teil meiner gesamten Kindheit. Ohne Pokémon wäre meine Kindheit nicht das gewesen, was sie schlussendlich geworden ist. Und es war einfach nur ziemlich, ziemlich awesome. Und es war ziemlich teuer, da sie natürlich einen Shitload an Merchandise verkauft haben an Kinder. Und wie viele andere Kinder bin ich dem Ganzen dann irgendwann so ein bisschen entwachsen. War dann so der Meinung, so mit 13 oder so, ah, das ist jetzt nicht mehr cool, Pokémon, so ist, das ist für Kinder, das spiele ich jetzt nicht mehr, nee, ich muss jetzt so Spiele mit Gewalt und Blut und Schusswaffen spielen, sowas wie GTA oder so, dann gehörst du zu den coolen Kids so. Und dann habe ich aber irgendwann so gemerkt, so mit ja, 20, 21, dass Pokémon immer noch verdammt geiler Scheiß ist. Aber ja, natürlich ist es so, dass es mir nicht alleine so ging, sondern dass wahrscheinlich viele Kinder, als sie zum Teenager wurden und älter wurden, dann irgendwann so Pokémon links liegen gelassen haben, weil sie einfach dachten, das ist jetzt nicht mehr cool. Dann passierte aber etwas Großartiges. Dann passierte 2016 Pokémon Go. Und Pokémon Go war so etwas wie ein zweiter Frühling für das Pokémon-Franchise. Es war unfassbar krass. So viele Leute, die aus ihrer Kindheit Pokémon kannten, jetzt halt in ihren frühen 20er waren, haben gemerkt, Alter, Pokémon ist ja wirklich noch der Shit. Und haben angefangen, in riesigen Flashmobs Pokémon Go zu spielen. Es war einfach ein magischer Sommer. Und der Serverfehler hält an.
mein Team Blau! Team Rot! 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 Was seid ihr? Und was spielt ihr? Jawohl! Alle waren happy. Es gab keine Probleme. Er will halt auch gar nicht, ne? Ich kann nur nicht mal den Bildschirm drehen. Ja. Er ist halt hemmungslos überlastet. Hemmungslos. Es tut sich nichts. Hemmungslos überlastet. Leute, was habt ihr so heute für einen Fang gemacht? Ratini! Ratini, du hast einen Ratini gefangen? Ja, ich habe auch einen Ratini gefangen. Ich würde es dir gerne zeigen. Also ist jetzt zu riskant, die Server wieder aufzumachen. Die App wieder aufzumachen. Ach, sind schon wieder offline, ja? Ich auch nicht. Also seit dem Schloss bin ich nicht mehr reingekommen. Leute, habt ihr schon irgendwas Besonderes gefangen? Ja, den Serverfehler. Die Serverfehler natürlich, ne? Missing you. Leute, habt ihr schon was Besonderes gefangen? Ja, gerade Ratini. Den Serverfehler. Ein Hornloop-WPC gefangen. Ja, ich versuche auch die ganze Zeit schon das Garados zu fangen, aber irgendwie will das nicht, ne? Ja. Musst einen Hyperball nehmen, glaube ich. Serverfehler. Der Serverfehler. Ich versuche jetzt das fünfte Mal einen Quapsee zu fangen, also sag besser nicht. Ich bin heute Morgen nicht reingekommen. Und bei euch, was war bisher so der beste Fang? Ja, ein Serverfehler. Der Serverfehler, ja? Und viele meinten dann so mit dem Erfolg von Pokémon Go, dass Pokémon jetzt auf einmal wieder da ist, dass es mal weg war. Dem ist aber nicht so, Alter. Ich bin auch diesem Fehlglauben anheimgefallen. Habe natürlich irgendwann die ganzen Pokémon-Spiele nochmal nachgeholt, die ich dann in meiner heranwachsenden Zeit nicht mehr gespielt hatte, aber ich hatte es auch nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, ja okay, das ist halt eins von diesen Nintendo-Franchises und klar wird es Geld abwerfen, aber so der große Hype ist vorbei. Aber Alter, nein, nein. Ihr könnt ja mal schätzen, wie wertvoll Pokémon als Franchise ist, so global gesehen, weltweit. Ich gebe euch mal so ein paar Sekunden Zeit zu überlegen. Who's that Pokémon? It's Pikachu! It's Clefairy! Fuck! Alles, was ihr jetzt vermutet habt, ist vermutlich falsch. Denn, I shit you not, Pokémon ist tatsächlich das erfolgreichste Franchise der gesamten Welt aller Zeiten. Aller Zeiten! Pokémon ist auf Platz 1, dicht gefolgt von Hello Kitty und dann Winnie Pooh und Mickey Mouse und dann kommt erst Star Wars. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Pokémon ist das erfolgreichste Franchise der gesamten Welt. Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es irgendwann auch mal wieder einen richtigen, krassen Pokémon-Film gibt. Ich meine, wir haben sehr viele Anime-Pokémon-Filme bekommen, aber die richten sich halt an ein sehr junges Publikum und sind in der Regel auch nicht besonders spektakulär. Ein Realfilm hat aber noch gefehlt. So ein Realfilm, das ist das, was sich, glaube ich, viele mittlerweile erwachsenen Pokémon-Fans immer gewünscht haben. Und dann hat man sich gesagt, komm drauf geschissen, machen wir jetzt. Pokémon Go war geil. Wir kriegen die Leute jetzt alle. Wir kriegen die alle. Alle kriegen wir die dran. Also hat man sich das Pokémon rausgezogen, welches das Maskottchen für das gesamte Franchise ist. Von den 807 gibt es halt Pikachu, das einfach so das Aushängeschild der Pokémon-Reihe ist. Und Pikachu wurde früher immer schon vermarktet, hat seine eigenen Spiele bekommen, jetzt mit Let's Go Pikachu auch schon wieder noch eine Sonderedition. Und da ist es wenig verwunderlich, dass man einen Pokémon-Film, einen Realfilm macht, wo Pikachu im Vordergrund steht. Der Film basiert ganz grob auf dem Detective Pikachu Videospiel, was ich selber nicht gespielt habe, tatsächlich. Aber das eine Art Spin-off zu den normalen Pokémon-Spielen darstellt. Und es geht hier um Tim Goodman. Tim Goodman ist ein junger Versicherungsangestellter, Versicherungsverkäufer. Und als er erfährt, dass sein Vater, von dem er schon seit vielen Jahren getrennt lebt, in Rime City gestorben ist, fährt er halt nach Rime City und muss sich um die Beerdigung und so etwas kümmern. Als er dann da auftaucht, trifft er aber in der Wohnung seines Vaters
auf ein sprechendes Pikachu, was ungewöhnlich ist, denn normalerweise können Pokémon mit wenigen Ausnahmen nicht sprechen. Und dieses Pikachu erzählt ihm halt, dass sein Vater wahrscheinlich ermordet wurde oder vielleicht sogar noch am Leben ist. Und so zieht Tim, der eigentlich gar keinen Bock mehr auf Pokémon hat und von den ganzen Taschenmonstern nichts mehr wissen möchte, mit diesem sprechenden Pikachu los, um das Mysterium von dem Mordfall seines Vaters zu lösen. Ohne Gedächtnis aufgewacht, mitten im Nirgendwo. Der einzige Hinweis auf meine Vergangenheit waren Harrys Name und Adresse in dieser Mütze. Ich machte mich auf den Weg zum Apartment. Und da fand ich dich. Und deine Tackerpistole. Hör auf zu reden, du bist eine Halluzination. Du bist eine Halluzination. Die gesamte Story des Films ist dabei ehrlich gesagt wenig spektakulär. Sie ist recht vorhersehbar. Hat man so schon zigmal gesehen. Sie haben den Standard-Buddy-Cop-Movie aus dem Ding gemacht zwischen Tim und Pikachu. Und ja, also für die Story geht man nicht in diesen Film. Pikachu wird im Englischen von Ryan Reynolds gesprochen bzw. gespielt. Im Deutschen haben sie auch die richtige Synchronstimme von ihm genommen, also von Ryan Reynolds, was sehr gut ist. Und wenn Ryan Reynolds dabei ist, erwartet man eigentlich, dass so ein Film recht lustig ist. Und ja, der Film hat auch einige Gags, aber viele davon sind sehr, sehr banal. Nenne ich es jetzt einfach mal. Es ist klar, dass der Film eine eigentlich sehr junge Zielgruppe hat und deswegen werden die Gags, wie man sie jetzt vielleicht bei Ryan Reynolds in Bezug auf seine anderen Filme, zum Beispiel wie bei Deadpool erwarten würde, nicht so zotig und nicht so krass. Es gibt einige gute Lacher, die sowohl junge als auch ältere Zuschauer anspricht. Es wird dabei aber nie wirklich so richtig zotig. Trotzdem gibt es hin und wieder ein oder zwei Gags, die tatsächlich für meine Überraschung sehr fäkalisch waren. Okay, also Story nicht besonders. Gags sind zwar ein paar da, aber sind jetzt auch nicht so der Hammer. Klingt ja erstmal schlecht und ihr seht mich gerade noch nicht ragen. Ist ja ungewöhnlich für Nerdcalypse. Lasst mich euch sagen, darum geht's auch gar nicht. Das ist eigentlich vollkommen nebensächlich in diesem gesamten Film. Was der Film macht und weswegen man in diesen Film geht, ist eine riesige, gigantische Portion Nostalgie! Ihr seht in diesem Film einfach so unglaublich viele coole Pokémon, die ihr zum Teil halt aus eurer Kindheit kennt und die auf der Leinwand zum Leben erweckt werden und einfach in den meisten Fällen auch genauso aussehen und genau die richtige Größe haben und so weiter und so fort, wie sie laut dem Pokédex tatsächlich auch haben sollten und aussehen sollten. Was, ein Relaxo? So groß? Relaxo, ein Tagträumer-Pokémon. Relaxo wacht nur zum Essen auf. Relaxo sieht nicht sehr hungrig aus. Und einige davon sind einfach so unglaublich süß. Guckt euch mal Bisasam an. Oh, guckt euch dieses Bisasam an. Es ist so knuffig. Als ich im Kino saß, habe ich gleichzeitig mit dem gesamten restlichen Kinosaal die ganze Zeit nur so gemacht. Und während diesem ganzen Anhimmeln von den super gestalteten Pokémon in diesem Film, fällt einem dann vielleicht auch auf, dass es wirklich jede Menge Referenzen auf das eigene Franchise, auf die eigene Pokémon-Geschichte gibt. Darauf gehe ich dann natürlich aber nochmal im Spoiler-Bereich näher drauf ein. Alles in allem wird in diesem Film einfach ein unglaublich schönes, gutes, atemberaubendes Worldbuilding betrieben. Ich kaufe Rhyme City ab, wenn ich es auf der Kinoleinwand sehe, dass das so eine echte Pokémon-Stadt sein könnte. Genauso stelle ich mir das vor. Was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, wäre ein bisschen mehr darauf zu gehen, was wirklich in den Pokémon-Spielen so in der Regel passiert. Und mehr Elemente daraus zu zeigen, wie zum Beispiel ein Pokémon Center oder einen Pokémon Supermarkt oder sowas. Aber wir haben trotzdem jede Menge Sachen da drin. Und es fühlt sich einfach an wie ein lebender, riesiger Schauplatz, den es in der Pokémon-Welt wirklich so geben könnte. Und das ist wirklich das größte Aushängeschild von diesem Film. Das ist das größte Merkmal, warum ich sagen würde,
dieser Film stellt mich als Pokémon-Fan zufrieden. So, und weil ich natürlich jetzt über diese ganzen geilen Referenzen und Sachen, die in dem Film drin sind, mit euch sprechen möchte, müssen wir jetzt einfach in den Spoiler-Bereich gehen. Aber vorher fasse ich den Film jetzt nochmal mit seinen Eckpunkten für euch zusammen und komme dann zur Bewertung des Films. Das ist der allererste Pokémon-Realfilm. Wir haben zwar schon sehr viele verschiedene Anime-Pokémon-Filme bekommen, aber das ist der erste Realfilm, der wahrscheinlich auch dadurch, dass er eben ein Realfilm ist, sehr viele Leute ins Kino lockt und nicht nur die Die-Hard-Pokémon-Fans. Der Film hat, um ehrlich zu sein, keine wirklich spektakuläre Story. Alles ist irgendwie vorhersehbar. Alles, was da passiert, habt ihr irgendwie so schon mal gesehen. Es ist so eine typische Buddy-Cop-Geschichte, aber der Film macht da wirklich nichts Originelles. Absolut nicht. Dazu kommt, dass die Gags, die zwar in dem Film drin sind, zum Teil zünden, aber nie so wirklich das Potenzial entfalten, die sie eigentlich haben könnten. Außer Pantimos. Pantimos war der Shit. Pantimos war schon wirklich sehr, sehr gut. Aber darum geht's gar nicht. Darum geht es nicht. Dieser Film hat einen ganz anderen Aspekt, der wichtig ist. Denn dieser Film hat unfassbar wunderbar designte, realistische Pokémon. Dieser Film wird euch, wenn ihr Pokémon von früh aus eurer Kindheit kennt, entzücken. Er wird euch ein Jauchzen entlocken, weil diese Viecher in diesem Film einfach so gut aussehen und so knuddelig sind, wie man sich das als Pokémon-Kind früher gewünscht hat und vorgestellt hat. Außerdem gibt es jede Menge Referenzen auf das eigentliche Pokémon-Franchise und auf die gesamte Pokémon-Geschichte und alles in allem wird einfach ein fantastisches, großartiges Worldbuilding betrieben, was ich mir genauso für einen Pokémon-Film gewünscht hatte. Also, solltet ihr euch Pokémon Detective Pikachu irgendwann mal ansehen? Kommt drauf an. Vielleicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn ihr früher in eurer Kindheit Pokémon konsumiert habt, sei es der Anime, sei es durch irgendwelches Merchandise, sei es durch die eigentlichen Pokémon-Spiele, dann ja, unbedingt guckt diesen Film. Ist der Shit. Es wird euch sicherlich freuen, einfach mal diese ganzen Pokémon in realistischer Art und Weise zu sehen. Das ist wirklich so das Verkaufsargument von dem gesamten Film. Aber wenn ihr zu Pokémon keinen Bezug habt und Pokémon nie so wirklich mitgenommen habt in eurer Kindheit und auch jetzt noch nie Pokémon gespielt habt, dann wird euch der Film ehrlich gesagt nicht so viel Freude bringen. Dann ist es halt wirklich nur so ein Standard 0815, Fantasiefilm mit irgendwelchen seltsam designten Kreaturen. Und dann werdet ihr einfach nicht diesen Aha- und diesen Oh-Effekt haben. Deswegen, wenn ihr Pokémon nicht wirklich kennt, dann lasst es sein. Ich würde nicht sagen, dass man sich den Film angucken sollte, wenn man nicht schon irgendwie einen gewissen Bezug zu Pokémon hat. Sabrina hat genau das gleiche Bild in ihrem Zimmer stehen. Da sie das gleiche Bild haben wie Sabrina, müssen sie ja ihr... Oh, weiß er es etwa? Ja, er muss es inzwischen wissen. Nach all dem, was ich ihm über Sabrina erzählt habe, muss er die Wahrheit kennen, ganz bestimmt. Er weiß jetzt, dass ich Sabrinas Vater bin. Na klar, Sie sind der Fotograf, der das Bild gemacht hat. Okay, Spoiler. Wie dämlich, also wirklich wie unfassbar dämlich war denn bitte der Schurke des Films? Also, mal ganz davon abgesehen, dass man es halt 10 Meter gegen Wind gerochen hat, dass dieser Overlord in seiner Company da der Böse sein wird. Nein, der holt sich Mewtwo, transferiert seinen Geist in Mewtwo rein und dann lässt er sich selber völlig schutzlos da in diesem Stuhl liegen, wohl wissend, dass der Typ dabei ist und er ihn noch einfach aus dem Fenster schubsen könnte oder irgendwie sowas. So, was? Was? Ich meine, die Idee mit Mewtwo ist schon ganz geil und ich finde es auch geil, dass Mewtwo in dem Film war. Nur schade, dass man Mewtwo auch schon vorher in dem Trailer gespoilert hat.
So, das ist so Warner Brothers. Warner Brothers ist echt extrem schlimm, ne? Jeder Warner Brothers Trailer spoilert euch irgendwie den ganzen Film. Müsst ihr mal drauf achten. Ist bei den ganzen DC-Filmen auch so. Ist ganz furchtbar, Alter. Aber, ja, okay. Der Typ war halt echt inkompetent. Und ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man auch, um noch mehr diesen Nostalgie-Faktor da drinne zu haben, Team Rocket vielleicht da mit einfließen lässt, was ja auch zu Muto gepasst hätte. Oder vielleicht irgendein anderes abgespacedes Gegnerteam wie in den Spielen. Aber hey, ist okay. Ich meine, man darf wirklich storytechnisch nicht viel von Pokémon halt erwarten. Was aber richtig geil war, und das finde ich wirklich super, 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 duper nice, ist, dass tatsächlich dieser Film eine indirekte Fortsetzung zum allerersten Pokémon-Kinofilm war. Da geht es ja um Mewtwo, dass Mewtwo von Team Rocket abgehauen ist und dann halt auf Ash und die anderen trifft und da anfängt Pokémon zu klonen und sowas. Da sieht man den Ursprung von Mewtwo in dem allerersten Pokémon-Film. Und sie haben in diesem Film jetzt gesagt, dass es 20 Jahre her ist, dass Mewtwo aus der Kanto-Region entkommen ist. Und vor ungefähr 20 Jahren, ja, kam halt auch der erste Pokémon-Kinofilm in die Kinos. Und das fand ich echt super nice. So, ich weiß nicht, ob man da jetzt so weit gehen kann, um zu sagen, dass das Detective Pikachu-Universum dasselbe ist wie das vom Anime oder nicht. Aber es wird wahrscheinlich auf so eine Situation hinauslaufen, die ähnlich ist wie das Marvel-Universum, dass man sich halt nur bei bestimmten Sachen sehr stark inspirieren lässt, aber dann doch sein eigenes Universum aufbaut. Was ich aber auch noch richtig geil fand, weil ich gerade hier von dem Endgegner und so gesprochen habe, war Ditto. Ditto war mega nice. Also das war wirklich so der einzige kleine Twist, den ich nicht hab kommen sehen, dass diese Assistentin von diesem bösen Dude einfach ein Ditto in Menschengestalt ist. Und das Geilste daran halt einfach, dass sie deswegen die ganze Zeit eine Sonnenbrille trägt. Machen wir mal einen kleinen Exkurs, warum das mit der Sonnenbrille wichtig ist. Das hier ist ein Pikachu. Oder auch, wie ich ihn liebevoll nenne, Karl-Heinz. So, Karl-Heinz ist ein normales Pikachu. Das hier ist kein Pikachu. Das hier ist ein Ditto, was sich in Karl-Heinz verwandelt hat. Das kann man sehen an dem ausdruckslosen, seltsamen Gesichtsausdruck, der halt nicht mit dem von Karl-Heinz übereinstimmt. Dieses Gesicht, diese Punktchenaugen und dieser Schlitz als Mund, das ist das Ditto-Gesicht. Ditto kann sich zwar in jedes Pokémon und so ziemlich fast jeden Gegenstand halt verwandeln, aber Ditto behält immer sein eigenes Gesicht. Deswegen kann man selbst ein verwandeltes Ditto eigentlich immer von einem normalen Pokémon unterscheiden. Und dass sie dieses Detail wirklich in den Film gepackt haben, fand ich mega nice. Was jetzt nicht so nice war, waren die Shelterer. Also ab der Mitte des Films irgendwie, wir sind hier in diesem Labor und sie stellen ja fest, dass der gesamte Wald, in dem die rumgelaufen sind, eigentlich nur gigantisch große Shelterer sind, die irgendwie genetisch verändert wurden und dadurch einfach, ja, gottesgleich groß sind. Das fand ich too much, das war zu übertrieben. Mal ganz davon abgesehen, dass das mit diesem Wald irgendwie wenig Sinn macht, mit der ganzen Flora und Fauna, die da drauf ist und den Gehwegen und so weiter. Wenn man mal länger darüber nachdenkt, fand ich es auch einfach too much. Also das größte Pokémon, das wir je gesehen haben, ist Wailord. Und Wailord ist halt, glaube ich, so groß wie ein Buckelwal. Und selbst diese Dinger waren 10-mal so groß wie ein Buckelwal. Also das fand ich einfach, nee, da haben sie ein bisschen übertrieben. Also ich finde, das hätte man anders lösen müssen oder sollen. Was ich mir auch gewünscht hätte, wäre noch ein zweites Legendary. Als Tim mit Pikachu, dem verletzten Pikachu, halt im Wald ist und dann sagt, ja, ich brauche irgendwie ein Pokémon, was eine Attacke kann, die es heilt, bitte helft mir, und sie zu diesem Waldaltar gehen, habe ich schon fast damit gerechnet, dass jetzt Celebi oder sowas oder irgendein anderes Legendary-Pokémon kommt, was ihm jetzt hilft. Und dann kam dann da doch einfach wieder Mewtwo und dachte mir so, schade. Also ein zweites Legendary, da hätte ich nichts gegen gehabt. Muss aber sagen, ich fand es echt nice, dass man im Film in dem Büro von dem bösen Typen halt so riesige Statuen von Arceus, Palkia und Dialga gesehen hat. So, das sind ja die drei Schöpfungs-Pokémon, die im Prinzip in der Pokémon-Lore, in der Pokémon-Welt für die Kreation des Universums verantwortlich sind, für Raum und Zeit stehen und so weiter. Und dass der das quasi auch so als, ja, Sinnbild und Kunstgegenstand bei sich im Büro hatte,
Das fand ich super nice. Wenn sie doch jetzt nur endlich mal Pokémon Diamant und Perl Remakes machen würden. Und ein Detail, was ich auch noch richtig nice fand, ist, wir hatten ja diesen halben Pokémon-Kampf, als sie da bei diesen Untergrund geheimen Kämpfen waren, wo man gesehen hat, dass irgendwie ein Gengar gegen Glurak gekämpft hat. Oder war es Glurak? Gengar hat auf jeden Fall gegen irgendein anderes Pokémon gekämpft. Und dann halt Glurak kurz gegen Pikachu gekämpft, aber es war halt nicht der klassische Pokémon-Kampf mit ich gebe dir Anweisungen und du machst dann das, was ich mache. Im Prinzip hat man nur gesagt, hau dir irgendwie zu klump. Und dann war es das. Da war aber ein geiles Detail, da wurde nämlich gesagt, dass das Glurak von dem gegnerischen Trainer halt eine Narbe im Gesicht hat, von dem letzten Mal, als er gegen das Pikachu gekämpft hat. Und das fand ich super nice, weil im Pokémon-Anime ist es ja so, dass da immer, also wenn Pokémon beschießen sich da mit Blitzen und mit Flammen und schießen Eiszapfen auf sich und machen sonst was für einen kranken Scheiß. Und danach haben die Pokémon nur irgendwie blaue Flecken, müssen ins Pokémon-Center schlafen einmal, dann ist wieder alles gut. Und das war's im Prinzip. So, da wird halt nicht so richtig thematisiert, dass die Viecher wirklich gegeneinander kämpfen und sie wirklich wehtun. Das passiert halt eigentlich nur in den Pokémon-Spielen und im Pokémon-Manga, würde ich euch übrigens mal, wenn ihr Bock habt, empfehlen zu lesen, ist es tatsächlich so, dass das noch viel krasser ist. Also da drehen sie die Schippe, den Gore-Faktor richtig nach oben. Da sieht man wirklich, wie andere Pokémon sich gegenseitig umbringen. Ist für so einen Film, glaube ich, auch too much. Es hat immer noch Kinder so als Zielgruppe und das können die nicht machen. In den Spielen wird da zwar auch mit anders mit umgegangen, aber da ist es ja auch nie so richtig explizit. Aber ich fand's nice, dass man hier so angedeutet hat zumindest, ey, wenn die miteinander kämpfen, dann kämpfen die wirklich, weil dieses Glurak hat eine Narbe von Pikachu bekommen. Und das fand ich gut gelöst und das fand ich echt gut. Ja, wisst ihr, und das Ding ist, jetzt nachdem ich diesen Film gesehen habe, jetzt wo ich gesehen habe, dass das Pokémon-Universum auf der Kinoleinwand in dem Realverfilm funktionieren kann oder funktioniert, da will ich jetzt einfach einen Kinofilm haben, der wirklich irgendwie eine Pokémon-Edition behandelt. So, ich möchte sehen, vielleicht einen Pokémon-Film über Trainer Rot oder über irgendeinen anderen neuen Trainer, der von mir aus auch in einer neuen Region losläuft und da halt Arena-Orden sammelt und so weiter und so fort. So, aber du könntest ja wirklich einen Franchise, eine eigene Trilogie draus machen von mir aus, ja? Lässt es, von mir aus, du machst einen Pokémon-Film in der Kanto-Region und nennst den ersten Film Pokémon Rot, den nächsten Pokémon Blau und den dritten Pokémon Gelb oder irgendwie sowas. Und dann gewinnt er halt die ersten drei Orden, dann die restlichen und dann geht es nur irgendwie um den Ligakampf oder den Rocket zu zerschlagen oder was auch immer, keine Ahnung. Das wäre mega, Alter, das wäre einfach mega. So, und von mir aus muss es halt auch nicht Kanto sein. Ich finde halt die Repräsentation der Kanto-Pokémon, auch wenn ich sie persönlich mit am meisten mag, weil es einfach meine allererste Generation von Pokémon war, mit denen ich in Berührung gekommen bin, finde ich auch, die Balance wird halt nicht richtig gehalten. Irgendwie, man hat so gefühlt, so immer die Kanto-Pokémon kriegen immer eine Sonderlocke und die Pokémon aus anderen Hemisphären der Pokémon-Welt werden immer so ein bisschen links liegen gelassen. Ich finde, der Film hat es eigentlich relativ gut gemacht, aus allen Gens Pokémon zu zeigen. Da kommt nachher noch was in diesem Video. Aber es muss halt kein Film über Kanto sein. Aber generell möchte ich jetzt einfach einen Pokémon-Film über die richtigen Spiele haben. Mit richtigen Pokémon-Kämpfen, mit Arena-Orden und allem, was dazugehört. Gut, kommen wir jetzt aber nochmal zu Easter Eggs oder Referenzen. Da gab es halt wirklich eine große, große Masse einfach an Dingen, die in dem Film waren. Das geilste Easter Egg hat tatsächlich gar nichts mit Pokémon zu tun. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber tatsächlich gibt es eine Referenz auf Kevin allein zu Haus. Ja? Kennt ihr noch die Szene bei Kevin allein zu Haus, wo er halt diesen Schwarz-Weiß-Gangster-Film guckt und damit halt die Leute reinlegt, sowohl in Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Dieser Film existiert in Wirklichkeit gar nicht. Diese Szenen wurden damals nur für Kevin allein zu Hause gedreht und dann in dem Film halt wieder abgespielt. Und die haben halt einfach, als Tim in das Büro seines Vaters kommt, läuft der Fernseher und da haben sie einfach genau diesen Schwarz-Weiß-Film, den Kevin allein zu Hause in dem Film guckt, auch bei Detective Pikachu reingesetzt. Und das fand ich wirklich cool. Ich war in dem Moment wirklich total verwirrt und dachte, was? Aber finde ich ein geiles Easter Egg. Hammer. Als Tim mit Lucy, der rasenden Reporterin, die zwar nicht vom Outfit her, aber
auch nicht unbedingt vom Charakter, aber vom generellen Aussehen schon mich so ein bisschen an Misty erinnert hat aus dem Pokémon-Anime. Als er mit der dann rumläuft und dieses Labor halt infiltriert, hat sie auf einmal ihre Klamotten gewechselt. Und sie ist da von ihrem Aussehen, von ihrem Klamottenstil, sehr stark an den Standard-Avatar von Pokémon Go angelehnt. Der weibliche Trainer-Avatar. Ist mir sofort ins Auge gefallen, dachte ich, geil, dass sie das bedacht haben, fand ich nice. Es gibt die Shiggy-Feuerwehr! Wenn ihr den alten Anime von Pokémon kennt, dann kennt ihr vielleicht auch noch die Folge, in der Ash Ketchum sein Shiggy bekommt. Er geht dann in eine Stadt und da gibt es eine Bande von Shiggys, die so Raufbolde und Unruhestifter sind und alle Sonnenbrillen tragen. Und der Anführer dieser Shiggy-Gruppe wird dann halt später das Pokémon von Ash. Aber als er weggeht, verständigen die sich halt mit den hiesigen Leuten, und damit die halt nicht wieder Scheiße bauen und eine Aufgabe haben, was zu tun haben, werden diese Shiggy halt zu Feuerwehrleuten in dieser Stadt. Das hat man dann halt eine Feuerwehrtruppe, die aus Shiggys besteht und halt Brände löschen, wenn irgendwo was angezündet wird. Und das sieht man relativ am Anfang des Films in den Nachrichten, sieht man so, wie eine Gruppe von Shiggy so mit der Feuerwehr zusammen so einen Brand löscht. Und das fand ich super nice. Auch wenn sie da leider keine coolen Sonnenbrillen getragen haben. Anton! Anton ist das Partner-Pokémon von Lucy in dem Film und nimmt deswegen auch relativ viel Platz in der Story ein. Und dass sie Anton halt einfach mit hingepackt haben, verstärkt ja, glaube ich, auch bei mir so den Eindruck, dass sie ein bisschen wie Misty ist. Denn im Anime war am Anfang halt Anton das Ding. Also es gab halt die drei Pokémon, die alle kannten. Das waren Pikachu, Mauzi und Anton. Weil die immer wirklich in jeder einzelnen Pokémon-Folge aufgetaucht sind. Anton war so der Running Gag in der ersten Staffel des Pokémon-Animes. Und hier haben sie auch wieder daran angeknüpft und haben halt einen Anton in eine zentrale Rolle gedrängt. Und fand ich cool. Carpador. Wir haben einen Carpador, der sich zu einem Gyarados weiterentwickelt. Carpador, das nutzloseste Pokémon, was es überhaupt gibt. Es kann gar nichts, es ist schwierig, es zu trainieren, bis es dann irgendwann sich weiterentwickelt und zu einem Gyarados wird und zu einem echt geilen und krassen und starken Pokémon wird. Die Art und Weise, wie es sich entwickelt, war auch ganz genauso wie in der Anime-Folge. Wissen vielleicht nicht mehr viele von euch, aber James von Team Rocket hatte tatsächlich mal einen Carpador. Und nicht lange, denn kurz darauf hat er gemerkt, dass Carpador echt scheiße und nutzlos ist und hat es halt mit einem Tritt in das Meer gekickt. Und das hat das Carpador so sauer gemacht, dass es sich direkt zu Gyarados weiterentwickelt hat und Team Rocket halt weggeblastet hat. Und das war halt auch genauso im Film. Pikachu nimmt das Carpador, wirft es auf den Boden, er braucht nur so einen Schock und auf einmal wird Carpador sauer und entwickelt sich weiter zu Gyarados. Sah auch mega geil aus. Hammer. So einen blöden Fisch kannst auch nur du kaufen. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Ich will nicht mehr dein Trainer sein. Carpador! Carpador! Carpador, werden wir los. Mir tut es leid, wie traurig. Carpador! Was ist denn? Jetzt hast du es geschafft. Carpador hat sich zu Gyarados entwickelt. Relaxon. Die Szene hat man auch schon im Trailer gesehen, glaube ich. Es gibt da eine Stelle, wo man so über die Straße guckt und man sieht, ein Relaxo hat sich auf einen Zebrastreifen, halt mitten auf der Straße, pennen gelegt und bewegt sich nicht weg. Und deswegen steht da ein Machomai in der Ecke und regelt irgendwie den Verkehr wie so ein Polizist. Und das ist halt auch eine Referenz auf sowohl den Anime als auch auf die Spiele, denn man kommt ja bei einer gewissen Route nicht weiter, weil ein Relaxo halt im Weg liegt. Man muss es erst mit der Pokéflöte aufwecken. Auch das fand ich mega cool, eine nice Referenz. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Du, du, du. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Du, du, du. Pikachu singt den Anime-Pokémon-Teamsong. Wie geil war das denn? Also er ist dann völlig traurig und geht von Tim weg und singt räudig da alleine auf der Straße den Pokémon-Titelsong aus dem Anime, den halt alle Leute kennen und der zumindest auf den Partys, auf denen ich mich befinde, auch relativ häufig irgendwann abends immer noch gespielt wird und einige Leute darauf völlig ausrasten. Das ist herrlich. Also wie er da einfach lang trottet
So, es hat mich daran erinnert, wie wenn ich irgendwie früher sturzbesoffen vom Feiern kam und dann irgendwie noch alleine auf der Straße den Pokémon-Team-Song gesungen habe. Einfach gut, einfach gut. Und dann wäre da noch Tims Zimmer. Sein altes Zimmer in dem Haus von seinem Vater. Das ist ja, also alles, was da drin ist, ist ja quasi ein Liebesbrief an die Generation Pokémon. So, das Zimmer sah so aus, wie ich mir mein Zimmer mit 10 Jahren gewünscht hätte. Das war halt schon mega. Er hatte irgendwie ein Pikachu-Bett. Er hatte jede Menge Poster an den Wänden, wo dann irgendwie drin stand, irgendwie das Pokémon kämpft gegen das Pokémon und ja, hier die so und so Liga findet dann und dann statt und so. Mega nice. Er hatte sogar Pokémon-Karten. Er hatte sogar genau die Pokémon-Karten, die es in unserer Welt als die normalen Pokémon-Karten gibt. Selbst in der Welt von Pokémon sind Pokémon-Trading-Cards ein Ding. Die sind Kanon. Wow! Ich hatte natürlich auch damals als Kind unfassbar viele, viele Pokémon-Karten. Ich habe sie vor ein paar Jahren verkauft, weil sie bei mir nur Staub angesetzt haben. Ich dachte, soll sich ein anderer Pokémon-Fan daran freuen. Habe einen guten Preis gemacht für meine Sammlung und gut war. Aber ich fand es mega, dass sie halt wirklich diese Pokémon-Karten in dem Universum haben. Also das Zimmer von Tim war einfach nur der Hotspot für alle Referenzen. Und was ich auch noch richtig nice fand, war, dass ganz am Ende, als die Credits liefen von dem Film, hat man nochmal so einige Charaktere halt gesehen aus dem Film. Und dann hat sich das so gemorpht und sie haben sich quasi in gezeichnete Figuren verwandelt. Und auf einmal hatten sie genau den Artstil von dem Artwork aus den eigentlichen Pokémon-Spielen. So, man hat so gesehen, wie die Charaktere aus dem Film aussehen würden, wenn sie in einem Pokémon-Spiel aufgetaucht wären, in dem Zeichenstil. Und das fand ich super nice. Dass sie daran gedacht haben, fand ich richtig gut. Hat für mich auch so direkt so verwendet, okay, in meinem Kopf hat es auf einmal Klick gemacht und ich konnte diese beiden Universen auf einmal wirklich perfekt miteinander kombinieren. Also ein richtig smarter Move, dass sie das gemacht haben, sah cool aus. Und ich brauche jetzt unbedingt irgendeine Person, die mich in dem Artstil von Pokémon zeichnet, Alter. Wenn ihr das könnt, meldet euch bei mir. Ich brauche das! So, aber eine Sache an Referenzen fehlt ja noch. Denn ich habe ja gesagt, jede Menge Pokémon in dem Film. Und was wäre das hier für eine Review, wenn ich euch jetzt nicht jedes einzelne Pokémon, was in diesem Film auftaucht, nennen würde? Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die diese Videos schauen, die es echt ziemlich cremig finden, wenn ich den Pokémon-Rap zum Besten gebe. Und deswegen, Leute, möchte ich diese Review schließen mit meiner persönlichen Version vom Detective Pikachu Baconsack Nerdcalypse Poke-Rap. Okay Leute, es geht los. Mach die Lippen locker, Zeit für den Poke-Rap. Das ist nicht einstudiert, ich muss es ablesen. Seht es mir nach, aber jetzt geht's los für den Detective Pikachu Nerdcalypse Poke-Rap. Tausi, Toboga, Whatsapp, Dodu, Dodri, Biso von Trakos, so Schlurp, Natu, Sandan, Blumanda, Pikachu, Shigi, Garados, Akani, Kanimani, Sneebel. Yeah. Pam, Pam, Padrago, Taubas, Relaxo, Machomai, Snubol, oder doch? Fukano, Quatschitsu, Pummeluff, Gogantis, Griffel, Gerolimatz, Gekkebor, Enton, Plurak, Krakelo, Octillery, Ratzfatz, Molga, Fililiu, Cavaloris, Ditto, Litterking, Patimos, Gengar, Togepi, Capodor, Georok, Eboli, Flamara, Chelterer, Bisasam, Bubongus, Flabene, Cureli, Vashaquili, Bisaflor, Mewtwo. Das war der Detective Pikachu Pokerap von Nerdcalypse. Cringe at its finest. Ich brauche nichts. Ihr hoffentlich auch nicht. Lasst mir ein Abo da. Wäre nice. Teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Immer schön weiter rappen. Und schnappt sie euch alle. Tschönede und Haunse Baunse.